Schaukelweitsprung heißt dieses Spiel. Da haben wir draußen für euch was Schönes vorbereitet. Leider ist das Wetter nicht ganz so schön, dass man das ausnutzen kann, um in einen Pool zu springen. Aber das haben wir für euch, eine Schaukel. Da müsst ihr gleich drauf schaukeln und dann euch einfach wie im Kindergarten früher. Machst du vor? Nein. Vielleicht. Und zwar haben wir hier eine Schaukel aufgebaut. Ihr müsst von einer Schaukel aus so weit wie möglich in das Wasserbecken springen. Wir vermessen dann den vordersten Punkt beim Wassereintritt. Das heißt also nicht wie bei der Leichtathletik, wenn man nach hinten fällt, dann nimmt man ja meist den Po. Das heißt, wenn ihr vielleicht nach hinten knallt, aber die Hand ist vorne, gilt die Hand. Also immer der vorderste. Das heißt, ihr könnt euch gerne lang machen, immer der vorderste Punkt zählt. Pro Versuch habt ihr 60 Sekunden Zeit. Ihr benutzt dieses Floß, das bleibt erstmal kurz stehen, da könnt ihr Anschwung nehmen. Irgendwann sage ich dann, okay, ihr habt Anschwung, dann kommt das Floß weg. Und irgendwann sage ich dann auch noch, was weiß ich, noch 10 Sekunden und dann müsstet ihr abspringen. Wer nach 5 Sprüngen den weitesten Versuch landet, gewinnt dieses Spiel. Wir müssen sitzen, ja, wir können dann sitzen. Auf gar keinen Fall stehen, da kann man ausrutschen, das ist nicht schön. Nur sitzen. Im Liegen. Im Liegen kommst du leider nicht wirklich weit. Sitzen ist da wirklich schon die beste Methode und anfangen wird blau. Blau. Sophia fängt also an. Ja, schönen Dank auch. Aber Spiel verstanden soweit? Ich habe das Spiel perfekt verstanden. Ich wollte jetzt nur mal wissen, wegen, wie man halt da drauf sitzen kann. Man nee, genau, ja einfach zu fantasieren. Ja, oh, es regnet auch schon gar nicht mehr. Oh, super, okay. Warte, ich nehme den Schirm ab. So. Das ist quasi tatsächlich wie auf dem Kinderspielplatz früher. Ja. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. So, großer Schritt, ja. Ich geh mal hier rüber. Was denn? Das denke ich mir auch. So, du bist soweit? Okay. Ja, das ist jetzt wieder der Vorteil. Und los, ja, die Zeit läuft. Okay. Scheinbar ist sie schon in Schwung. Ah, da sehe ich ein bisschen was. Ich glaube. Ja, wir nutzen also diese Plattform so ein bisschen mit. Oder die Damen dürfen die Plattform mitnutzen, um Schwung zu holen. Dann kommt ein Signal. Dann wird also unsere kleine Fähre weggezogen. So, 40 Sekunden noch. Und Elton sagt schön die Zeiten an. Die könnten die beiden zwar auch dort unten sehen, aber es ist immer ein bisschen besser, wenn man es noch mal reinruft. Aber ich höre euch. Also Schwung holen, soweit wie möglich. Und dann irgendwann also von der Schaukel lösen. Und Elton hat es erklärt, also der tatsächlich weiteste Punkt wird gemessen, nicht wie beim Weitsprung. Du kannst früher, wenn du möchtest. Das alte VOG-Qualifying-Prinzip, wenn Sie sich noch dran erinnern. So, haben wir jetzt noch 10. Und ja, naja, na ja, ich sag mal so. Ja. Auch das Pendel schafft ja schon eine gewisse Strecke, selbst wenn man dort nur runterfällt. So sah es ein bisschen aus, oder? Gucken. Du kannst schon mal auf Position gehen. Zu weit oben im Umkehrpunkt. Vielen Dank. Ja, fällt also von dort nur noch runter, aber trotzdem, wie gesagt, die Strecke, die die Schaukel an sich macht, ist ja auch schon nicht schlecht. Ja. Zählen die Haare auch von? Das Weiteste, egal was es ist. Und ja, ich glaube, die Hand war noch weiter vorn. 4,73 Meter wurden gemessen. 4,73 Meter. Bisschen abgerutscht, ne? Warte, Entschuldigung, dann. So, Evelyn, also anders als nächstes. Okay, du bist soweit? Ein bisschen angucken. Dann los. Zeit läuft. Ein bisschen abschubsen. Also diese Neoprenschuhe da, die haben auch ein bisschen Grip. Und dann eben so wie ganz normal zu Hause auf der Kinderschaukel ausprobieren, Schwung holen also. Okay, glaubst du? Physikalisch sprechen wir quasi von einem angetriebenen Pendel, glaube ich, könnte man sagen. Ja, und da versuchen wir also den Ausschlag so groß wie möglich zu bekommen. Und dann eben im rechten Augenblick lösen. Und ich glaube, beide beherrschen das Schaukeln noch ganz gut. 30 Sekunden. Also, sieht ein bisschen so aus, als wenn sie sehr weit hinten sitzt. Mal gucken, wie das ist, wenn sie sich lösen will dann. Aber das werden wir gleich sehen. Evelyn muss sich also auch erstmal rantasten. Wir sehen ja, wie viele Felder noch frei sind. So, ja, aber so richtig wird das bei den letzten Schwüngen nicht mehr. 10. 10, mal gucken. Jetzt nach vorn vielleicht. Nein, will noch einen machen. Jetzt muss sie sich aber lösen. Oh, und ist sehr früh runtergerutscht. Da kann man fast sagen, Elton, du siehst es von der Seite ein bisschen besser runtergerutscht, oder? Und wie sah es aus? Super. Achtung. Ja. Aber wir sehen auch, worauf sie sich konzentriert hat. Die Zeit war eine Minute. Achtung im Vergleich. Zack, zack, zack. Da sieht man es mal ganz schön. Ja, die Länge sagt Ron gleich. Die Weite.
Ja, die alte war ja die 473, also die alte Weite. Und jetzt warten wir auf Evelyn. Die Computer laufen heiß. 3,04 Meter, es ist weniger. Es ist also weniger. 3,04 Meter, falls du es nicht gehört hast. 3,04 Meter. Elton. Ja. So. So, so viel. Oh, sie schaukelt schon. Läuft die Zeit? 3,04 Meter. Du hast 3,04 Meter. Mehr und als sie? Nein. Schade. Sophia hat 4 Meter noch was. Also, wer den weitesten schafft, die werden nicht addiert. Da zählen nicht die einzelnen Durchgänge, sondern wer kommt am weitesten. Ja, und Sophia muss natürlich aufpassen, 40. Hier vielleicht ihre eigene Bestweite noch mal zu verbessern. Denn Evelyn, können wir wirklich sagen, abgerutscht. Da geht garantiert noch mehr, wenn sie die Technik ein bisschen verbessert und sich nicht ganz drauf konzentriert. Ah. Ja, eine schöne Kerze, fast spritzerfrei rein. Ja, beim Turmspringen wäre es gut. Turmspringen wäre das eine super Note, ja. Richtig. So, na ja, ja, das ist dort oben dieser Umkehrpunkt. Vielleicht noch den Arm raus oder sowas oder den Fuß noch nach vorne. Arm nach vorne, dann haben wir noch ein paar Zentimeter mehr. Ja, denn da sind die Hände schon wieder eng am Körper und dadurch verschenkt sie mindestens 20, 30 Zentimeter. Ja, das war schade. Schwung war gut. 4,29. 4,29. Die Arme nach vorne nehmen sollen. Ja, ruhig nach vorne nehmen. 4,23. Sonst bist du zu. Das wird rein. Evelyn sicherlich auch also gehört haben. Also auch das kann ein bisschen helfen. Nochmal einfach die Arme nach vorne nehmen. So. Okay, Zeit läuft. Die Fähre steht noch da. So, halt nicht den Fährmann, bevor er euch auf die Seite gemacht hat, sagt man da so schön. So. Nee, genau eben nicht. Auf genau geht's. Das geht. Ah, okay. Man kann ja Beine einfach ausstrecken. Kannst du, ja. Zum Beispiel, je nachdem, in welcher Lage man eben in der Luft ist. So. Okay. Evelyn braucht also ein bisschen weniger Konzentration aufs Nase zu halten. Und ein bisschen mehr Konzentration auf den schönen. Aber zwei hast du ja schon. Es ist anstrengend, ne? Schwung zu also hier den weit nach hinten. Wir sehen es dort. Ich will jetzt nicht vom Thema Schwerpunkt anfangen, sondern sie sitzt eben tatsächlich ein bisschen weiter hinten. Und das, ja, wenn dann der Kopf auch noch in den Nacken geht, dann hilft das nicht, weiter nach vorn zu kommen. So, Schwung ist eigentlich schon ganz gut da. Ja, selbst wenn sie an der weitesten Stelle sich fallen lässt, wäre das schon gar nicht so schlecht. So, haut sie sich jetzt raus? Nee, will noch einen machen. Und? Nee, das wird knapp, aber sollte noch reichen. Ja, ja, guck mal an, Fuß geht nach vorne. Der Arme nach vorne, ja. Fuß auch, oder? Wir gucken uns gleich noch mal von der Seite uns an. Das muss eigentlich eine Verbesserung der eigenen Bestweite sein. Ja, und der Arm stimmt, Elton, das war mir gar nicht aufgefallen. Ich hatte da nur auf den Fuß geachtet. So, zack, das ist noch mal der weiteste. Und da geht die Hand ins Wasser. So, das wird jetzt spannend. 4,40 Meter, nicht schlecht, das muss ihr Mut machen. 4,40 Meter. Das muss ihr Mut machen. Für dich, sehr gut. Ja, ich mache hier so ein bisschen Schutz. Also mehr als einen Meter verbessert und das muss ihr tatsächlich Mut machen. Achso, das Mikro. Ach so, ich kann Entschuldige bitte. Viele Jobs heute hier. So, und Sophia hat ja mächtig gleich am Anfang einen rausgehauen, aber ich glaube, auch da geht noch was, da geht noch mehr. Wie viel war das, weil der weiteste jetzt? Der weiteste immer noch 4,73 von Sophia aus dem ersten. Aber die wird sich das angeschaut haben, was Evelyn dort gemacht hat. Mit den Füßen, mit den Armen. Vielleicht. Also dort tatsächlich alles raushalten, was man an Extremitäten hat. Ein bisschen weiter, aber nicht viel weiter. Wenn die Körperteile die Wasseroberfläche berühren, dann nimmt unsere Elektronik sozusagen dort den Wert. Ein bisschen ein Stückchen weiter nach vorne. So, schwingen hat ganz gut funktioniert bei ihr. Vorhin. Ah, da müssen wir keine Angst haben. Sieht auch sehr elegant aus. Aber wir haben eben nicht die B-Note, sondern wir brauchen einfach 30. nur die Weite. Und ich sag mal so. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wollte nämlich gerade sagen, man muss hier gar nicht bis zum Ende schaukeln. Wer glaubt, eine gute Höhe zu haben, wir achten auf den einen Arm. Da kommt er noch raus. Ja, ich weiß nicht, ob sich das im internationalen Schaukelweitspringen durchsetzen wird, diese Technik. Aber der Arm, ganz, ganz lang macht sie sich. Das war clever. 6,11 Meter! 6,11 Meter! Das Studio brodelt, ihr werdet es da draußen gar nicht mitbekommen. Denn das war jetzt eine Hausnummer. Aber genauso geht's. Und ich muss ehrlich sagen, Elton, das war quasi Schaukelrekord. Das ist, ja, weiter ist noch keine Frau hier in den Proben gesprungen tatsächlich. Das ist Rekord.
Na? Der alte Rekord war bei 6,09 Meter. Inoffizieller Rekord natürlich, weil es in einer Probe war. Wind und Sonnenstand nicht mitberechnet. Evelyn weiß, dass sie sich verbessern kann. Sie hat sich das garantiert auch angeschaut. Irgendein Körperteil noch richtig nach vorn hauen. Und hol schon Schwung. So. Ich glaube, viel ab. Das bremst jetzt, glaube ich, nur, ne? Ja. Sie reizt es ja immer bis auf die letzte Sekunde aus, während sich ja Sophia gerade gesagt hat, ja, ach, wisst ihr was? Es ist blöd. Wir haben nach 30 Sekunden lasse ich einfach schon mal eingucken. Ein bisschen warm, aber noch 30. So. 6,11 Meter. Das ist eine ganze Menge. Oh, wir sehen auch, wie die ganze Konstruktion dort mit ins Schwingen kommt. Also, überträgt dort alle Kräfte mit auf diesen Kransupport. Ja, sie macht immer wirklich bis ganz hinten raus. Vielleicht macht sie auch einfach nur Spaß. Das wissen wir bei Evelyn heute nicht so richtig. Und die Hand geht raus, aber die eine geht dann auch wieder an die Nase. So, könnte weiter gewesen sein, aber ob das die 6,11 war. Achtung. Rechte Hand, linke Hand. Sich nochmal strecken. Naja, doch, also holt dort alles raus, sag ich mal. So, inzwischen haben wir neue Bademäntel, weil die sind auch schon relativ nass und dadurch kalt. So, und ohne, dass wir die Weite sehen, konnten wir natürlich schon hier in dieser wunderschönen Aufnahme erkennen. Klar, 4,92, nochmal eine Verbesserung, aber 6,11 Meter, das ist einfach mal aber krass. Wieder weiter. Wieder weiter. Immer ein Stück weiter. Wieder weiter. Ich habe hier draußen auf diesem Platz schon Leute gesehen, die im letzten Versuch nochmal einen Namen gucken lassen. Obwohl die Gegnerin oder der Gegner schon dachten, der Wettbewerb ist durch. So, jetzt nochmal Sophia. Hat sie die Pflicht schon getan? Kommt jetzt die Kür. Also mit der Lockerheit ganz klar vorn zu liegen. Wobei, was heißt ganz klar? Ein bisschen mehr als ein Meter. Haben wir noch zweite Bademäntel? Weil die sind durchnässt. So, noch 30. Ganz Mülheim kramt gerade hier im Schrank. Um Oha, das ist aber jetzt richtig Power. Alter, Bademäntel schwierig. Vorbeizubringen. Jetzt. Zack! Und der Arm geht wieder nach vorne. So. Du hast auch, machst auch mal noch die Nase zu, ne? Hast klatscht immer ordentlich bei Sophia. Zack, löst sich eigentlich sehr, sehr gut. Bumm, dann kommt der Arm. Dann schlägt sie hier ein. Ja, macht sogar noch mal so einen Sprung in der Luft, wie beim Weitsprung. Zack, hier. Ja, ich weiß, nicht. Weiß ja, gar nicht, ob man weiterkommen würde. Weiß nee, mit dem Fuß. Nee, glaube nicht. Was macht Sophia hier? 6,82 Meter. Sechs, noch einen weiter. Also hier wird an diesem Pool wahrscheinlich demnächst eine goldene Plakette dran sein. Ups. Vorletzter Sprung von Evelyn. 6,82. Also die muss sich jetzt ja, um fast 2 Meter steigern. Aber vielleicht gibt es ja hier das Wunder von Mülheim. Okay. Naja, theoretisch, ja. Ich meine, du kannst es dann im allerletzten kann da noch was passieren. Doch, sie kann mit dem letzten Sprung theoretisch. So, ich glaube, sie wird sich jetzt von der Plattform verabschieden. Nicht der weiteste. Nein, nein, nein. So, also so, kleine Fähre wird weggezogen. 40 Sekunden. Einfach natürlich auch aus Sicherheitsgründen, falls man doch mal dort runterrutscht. Aber guck mal, jetzt ist schon mehr Schwung, ja. Mhm. Aber die Technik ist entscheidend. Wann wird sie den Absprung wagen? Was haut sie nach vorne? So, schafft man es mal mit den Füßen oder ist tatsächlich immer der Arm am weitesten vorn? Ja, wirklich so vom Ausschlag her, von der Höhe her, sieht das eigentlich sehr, sehr gut aus. 10. So, da fängt die Uhr wieder lauter an zu ticken. Jetzt muss sie abspringen. Ach, und jetzt vergisst sie, es war flach unten die Linie. Ja, sie will dann immer früh weg. So. Aber es war wieder weiter, glaube ich. Gesundheit. Nee, aber das hier ist der Hammer. Mhm. Zack. Ja, ja, aber es ist, nee, ja. Ich glaube... Es ist nur noch ein Sprung, jeder nur noch ein. Viel Angst muss Sophia hier nicht haben. Ich glaube es nicht. Wobei,
4,97. Noch mal eine Verbesserung. Aber wie gesagt, was soll hier passieren? Also, da ist vielleicht ist die einzig offene Frage noch, die Sophia jetzt beantworten kann. Ja, aber wie weit kann man hier springen? Wie weit kann man springen? Und wir sehen es ja auch, wir haben auch Rettungsschwimmer über uns dabei, damit ja nichts passieren kann. Nö. Ich habe aber nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob unsere Produktion jetzt schon Angst hat, dass der Pool vielleicht nicht groß genug ist für Sophia. Ja, ich mache da ein bisschen das. Nee, wir haben noch genug Platz. 30. 6,82 Meter. Verbessert sie noch mal ihren eigenen Rekord. Und dann heißt es warten, was Evelyn macht. Elton glaubt, von der Seite gesehen zu haben, dass es noch weiter ging. Im letzten Sprung noch mal alles gegeben. Ja, eigentlich hat sie wirklich immer eine gute Position, wo sie dort rauskommt. Aus der Schaukel, Vortrieb, Hand nach vorn. Körper streckt sich sogar noch mal mit. So, wie gesagt, die Spritzer zählen hier nicht. Wir sind nicht beim Wasserspringen. Jetzt alles festhalten. Alles festhalten. 7,30 Meter stehen im Augenblick im Rekordbuch. 7,30 Meter. Ja, wir müssen, Evelyn, das ist natürlich wirklich schwer. Wir müssen aufhören. Also, sonst springt die hier noch aus dem Pool. Aber Evelyn, wie gesagt, meinen Segen hat sie. Letzter Versuch. Vielleicht hat sie ja gepokert. Wir begrüßen natürlich auch an unsere Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerin vom DLRG. Die haben wir hier natürlich auch am Start. Beobachten alles. Okay, letzter Schwung, letzter Versuch. Zeit läuft. So. Das ist das dritte Spiel. Das erste hat Sophia gewonnen, das zweite Evelyn. Und Sophia hat verdammt gute Karten hier. Schaukelweitsprung, Spiel Nummer 3 für sich zu entscheiden. 40. Oder straft mich Evelyn jetzt hier Lügen, indem sie noch mal richtig einen rauslässt. Jetzt bin ich gespannt. So, alles noch mal reinwerfen, was sie 30. hat. So, immer eine schöne Streckung, Schwung holen, 10 sind lang. Noch keine 20. Angriffsfläche für den Wind, sehr aerodynamisch also, was sie hier macht. Ja, komm. Muss sie sich mal richtig lösen, an der richtigen Stelle. Und dann 10. auch noch mal lang machen. Los, über 5 Meter muss es werden. Aber werden es die 30? Nein, ich glaube es nicht. Jetzt hoffen wir wirklich nur für Evelyn, dass es auch noch mal eine Verbesserung war. Aua. Ja, das hat man gesehen. Das ist Schwung. Ja, noch mal schön, Körper lang gemacht. Wo ist sie angekommen? Boah, da hat es auch noch mal richtig schön geknallt. Dann und hier noch mal der Vergleich. So, wir warten auf die Weite. Jawohl, wenigstens die 5 Meter. 5 Meter und 6. Aber wir haben eine Siegerin. Sophia, 7,30 Meter. Wahrscheinlich, ja. Das ist natürlich. So, wir werden auch schnell rübergehen, damit wir hier nicht lange noch weiter draußen stehen müssen. Wo ist Sophia schon unten? Wo ist Sophia? Da hinten. So, wir gehen schon mal Richtung Studio, damit es wieder warm wird. Evelyn Burdecki hat leider jetzt hier verloren und sensationelle 7 Meter noch was von Sophia Tomalla. Schön um die Haare. Ja. Aber das ist, entschuldige, das ist doch jetzt egal. Haare trocknen, wir wollen hier, dass sich keiner irgendwas erkältet oder sonst was. Dann gehen wir jetzt Richtung. Wir können mal schon mal Punktestand machen, den neuen. So, es steht jetzt 4:2 für Sophia.